Bewaffnete Bandenmitglieder haben in Haiti eine katholische Internatsschule geplündert und schwer beschädigt. Die Gangster sind über die Mauern des kleinen Seminars St. Martial in der Hauptstadt Port-au-Prince geklettert und haben die Sicherheitskräfte überwältigt. Anschließend wurden Computer, Kühlschränke und Sonnenkollektoren geplündert sowie Räume in Brand gesteckt. Während des über 6 Stunden dauernden Angriffs hätten sich Ordensleute und Mitarbeiter verstecken müssen. Schüler waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Knapp 8 Monate nach den verheerenden Angriffen auf Christen in der nordpakistanischen Stadt Jaranwala sieht der katholische Bischof von Faisalabad keine Anzeichen für eine Aufarbeitung oder Wiedergutmachung seitens des Staates. Bischof Indrias Remat berichtete nun, mehr als 300 mutmaßliche Täter wurden verhaftet, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie vor Gericht gestellt werden. Nach und nach werden sie wieder freigelassen, niemand wurde angeklagt. Der Bischof kritisierte außerdem die mangelhaften Instandsetzungsarbeiten seitens der Regierung. Von der Regierung renovierte Kirchengebäude könnten bis heute nicht ohne Gefahr betreten werden. Remat sagte, sie wollten den Medien zeigen, dass alles in Ordnung sei, aber sie haben nur die Wände getüncht. Ich konnte sogar noch den Rauch riechen. Es ist nicht ratsam, unter diesen Dächern zu beten. Nichtstaatliche Hilfen dagegen kommen an. Kirche in Not hat inzwischen 150 von Christen bewohnte Häuser kernsaniert. Helfen Sie der Kirche bei ihrer Arbeit weltweit. Vergelt's Gott für Ihr Gebet und Ihre Spende. Musik.